Weil Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er sagt im Koran, zu Iblis, zum Shaitan, bist du etwa hochmütig gegenüber dem, was ich erschaffen habe mit meinen zwei Händen. Khalaqtu biyadayya. Nicht biyadi, yadi, meine Hand, eine Hand. Und ich sage das denen und jedem ganz einfach, easy. Geh irgendein Kind holen, kann sogar ein Christ sein aus Ägypten, ein Christ, kein Muslim. 6 Jahre alt, frag ihn mal, was heißt Yad? Was heißt Yadain? Oder Beit, Beitain, Beitan, Buyut, Rajul, Rajulan, Rijal. Frag mal ein Kind, der muss doch nicht mal Muslim sein. Ein Arabischlehrer hier von der Uni, ein Mushrik, ein Christ, Jude, egal, Atheist. Sag ihm mal, was ist denn? Weil im Arabischen, es gibt nicht Einzahl und Mehrzahl, Singular und Plural. Im Arabischen gibt es drei Formen. Singular, und dann gibt es eine Dualform, zwei. Ja? Rajul ist eins. Rajulan mit einem Elif. Immer diese Elif ist immer zwei. Rajulan, zwei Männer. Und dann ist Pluralform. Also in die Pluralform gibt es im Arabischen zweimal. Einmal Dual, zwei, und dann drei und mehr. Immer. Das ist arabische Sprache. Jeder, der Arabisch lernen geht, ganz am Anfang lernt er das. Ja? Allah sagt, warum wirfst du dich nieder vor dem, was ich erschaffen habe, mit meinen zwei Händen? Steht doch da im Koran, zwei Hände. Allah sagt das im Koran. Anderen Vers im Koran, Surat al-Ma'idah. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Die Juden haben gesagt, Allahs Hand ist verkrümmt, ist geschlossen. Damit meinen sie, so geschlossen, meinen die geizig. Allah ist geizig. Die Juden haben das gesagt. Allah sagt das im Koran. Ja? Die haben so gesagt, Allah ist geizig. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet jetzt auf die Juden, die das gesagt haben, die das behauptet haben. Und sagt was? Rullet Eidim, ihre Hände sollen gekrümmt sein. Allah subhanahu wa ta'ala spricht jetzt gegen sie. Und er sagt, ihre Hände von den Juden, die das behauptet haben, dass Allah Hand gekrümmt ist oder geschlossen ist, geizig ist, Allah sagt, ihre Hände sollen gekrümmt sein oder verschlossen sein. Und dann sagt Allah, bel, vielmehr, yadahu, seine zwei Hände. Nicht yadahu, yadahu, mit einem Elif zwei Hände. Da steht's doch, Ashabi. Willst du Lesen beibringen oder was? Da steht doch zwei Hände. Was willst du denn machen? Weil die sagen ganz einfach, nee, weil wenn Hände steht von Allah, dann bedeutet das die Macht von Allah oder so. Okay, da, was heißt da? Allah hat erschaffen mit zwei Mächten? Macht gar keinen Sinn einfach. Bel yadahu, vielmehr sind seine zwei Hände geöffnet. Was sind das? Seine zwei Mächte sind geöffnet? Was ist denn ein Schwachsinn, subhanallah? Vielmehr sind seine zwei Hände, zwei steht da. Und vielleicht kommt einer auf die Idee, das zu lesen in der Übersetzung. Wenn das nicht da steht, das ist nicht mein Problem, diese Übersetzungen sind ungefähre Übersetzungen. Dann steht meistens vielleicht Händen, mit den Händen. Aber im Arabischen, da steht nicht Händen, da steht zwei. Zwei Hände. Frag jeden Arabischlehrer auf dieser Erde. Oder jedes Kind, was in einer arabischen Welt lebt, zur Schule gegangen ist, erste, zweite, dritte Klasse, der sagt dir das direkt. Da steht zwei Hände, viel mehr. Und Allah sagt das über sich selbst. Viel mehr sind seine zwei Hände, mabsutatan. Und diesem Wort mabsut heißt geöffnet. Und sogar dieses mabsut, geöffnet, da steht wieder beide geöffnet. Seine zwei Hände, beide geöffnet. Mabsutatan. Beide sind geöffnet, doppelt, direkt hintereinander. Seine zwei Hände sind beide geöffnet. So steht es im Koran. Wie willst du diese Sachen verändern? Was willst du daraus mischen für die Leute, Tarbeer machen in dieser Religion? Die euch auseinander, durcheinander bringen. Das steht so heiß, subhanallah. Und die Sache ist ganz, ganz einfach. Allah sagt, er hat zwei Hände. Wir sagen, Allah hat zwei Hände. Warum sagen wir, Allah hat zwei Hände? Weil Allah sagt, er hat zwei Hände. Und trotzdem sagen wir, und nichts ist so wie Allah. Und Allah ähnelt nichts und niemandem. Und Allah ist über unserer Vorstellungskraft. Ganz einfach ist das. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. Nichts ist so wie Allah. Das heißt was? Das heißt, Allah hat zwei Hände. Wir haben zwei Hände. Es gibt Kreaturen, die haben vielleicht eine Hand oder zwei Hände oder 10 Hände, keine Ahnung. Aber Allah ist nicht so wie seine Kreatur und seine Kreatur ist nicht so wie Allah. Ganz einfach. Allah ist so, wie es zu seiner Majestät passt. So wie göttlich, einzigartig. Wunderschön, keine Fehler.
Allah zu beschreiben, ihr wisst, wie man Allah beschreibt. Wir sind anders. Wir sterben, wir sind so, wir sind krank, wir sind dies und das. Begrenzt unser Hören. Im gleichen Vers, Laysa kamithlihi shay, nichts ist so wie Allah, und Allah ist allhörend und allsehend. Hört Allah, sieht Allah? Ja, Allah hört und sieht. Manche von diesen Sekten, die sagen, nein. Er hat ein Gehör, aber er hört nicht. Er sieht nicht. Allah sieht nicht, Allah ist blind, subhanallah. Aber ist sein Hören so wie unser Hören? Nein. Unser Hören ist begrenzt, unser Hören ist anders. Und so über alle, in allen Sachen, in allen Eigenschaften, so das Urteil von einer Eigenschaft ist dasselbe Urteil für alle Eigenschaften von Allah. Ganz easy.